Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und, ich habe mir mal den Spaß gemacht und bin von hier zum Bahnhof. Ich glaube, hier ist der Bahnhof. Zum nächsten Aussichtspunkt gelaufen. Damit wir von hier aus schneller runter kommen können. Wieso habe ich das Ding nicht getroffen? Naja, egal. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer nächsten Mission. Würde ich einfach mal sagen. 32 neue Dateneinträge. Boah, es ist... Naja. Sehr viel. Glaubst du, die Straße wird dich vor mir schützen? Yep. Denn es regnet. Und im Regen rutschst du aus. Naja. Egal. Wir starten jetzt mit der nächsten Mission. Die heißen Pressefreiheit. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Evie Frey und ihr Bruder Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. So was hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Oh, nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Sie mich? Ich kann Ihnen helfen. Der arme Jacob. Miss Frey, ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Vorwärts, Mädchen! Sie sollten sich... Also, Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Frey, sondern die menschliche Stimme. Oh. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starrick Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich... oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Ruhig. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Gut, gut. LB, um hohe Gebäude zu erklimmen. Hallo? LB. Nicht doof. Nee. Ah, hier.
Ernsthaft! 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 Was ist denn jetzt los? Oh. Ja, Bug Using. Aber es war kein Using des Bugs. Eine Betäubungskombo. A Y X. Guck mal. Jetzt kommen wir nach oben. Ah, Entschuldigung. Da ist es. Und hier oben ist der Aussichtspunkt. Ich würde sagen, ich gehe erstmal nach oben zum Aussichtspunkt. Synchronisiere. Ja, hier oben sieht man, dass die Detail, dass der Detailgrad erheblich runtergeschraubt wird, sobald man so viele Sachen hat. Hey, jetzt hier runter. Schöne Aussicht. Nein! Hey, nein! Wo läufst du hin? Ich möchte, dass du hier unten schön an den Wachen vorbeiläufst. Und hier hoch gehst. Ah, ist er vielleicht etwas hoch? Egal. Wieso bauen die Sicherung auch auf den Big Ben? Alles klar. Warte mal, habe ich da gerade... Okay. Ah, schade. Wir sind jetzt nicht 30 Meter über dem Boden geblieben, sondern knapp drunter. Da müssen wir drüber.
Scheiß drauf. Weiterlaufen. So, nach oben mit uns. Nein. Nein. Nach oben nicht hier, er will ab, nee, nicht Evie. Er war eigentlich nur mal Elise. Ah ja, stimmt, Elise war in hier in Unity dabei. Ah, Unity. Daher kommt die Elise-Montur. So. Das sollte reichen. Ja. Alle installiert. Wunderschön und mit Bell reden. Oh. Ja. So weit runter können wir auch gehen. Halt mal, wie sah denn nochmal die Montur von Elise aus? Ah, wir haben die Elise-Montur. Avelin. Und ja, gut. Elise war die aus Unity. Jetzt weiß ich's wieder. Wir dürfen hier nicht sein. Was machen wir hier? Nein! Ich möchte noch einfach nur geradeaus laufen. So, hier runter. Und weiterlaufen. Verlassen. Perfekt. Oh, können wir Tauben erschrecken? Gut. Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber bei Gott, es funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Gut. So, was müssen wir als nächstes machen? Achso, wir müssen Metallkomponenten erbeuten, damit es weitergeht. Gut, machen wir das. Wieso parken wir auf der falschen Seite, hm? Lassen sich irgendwie ziemlich krummig fahren. Du hast recht. Ups. Mal gucken, was das Ding macht. Bleibt das irgendwann stehen? Ja. Dauert aber ganz schön mit dem Ausrollen.
Ich stutze dich gleich mal zurecht. Looks like a mess is brewing. Muss ich dir denn erst wehtun? Komm ja nicht näher. Warum? Eine Lektion. Dafür wirst du bezahlen! Okay. Schlag dir die Zähne ein! Du! Aua! Wenn ich mit dir fertig bin! Aua! Ja? Okay. Nicht mehr. Warte nur, bis ich mein... Öffnen. Frau! Ich schlitz dich auf! Folgt ihr! Du wirst nicht lange durchhalten! Ich werde nur sterben! Versuch's doch! Ich zeig dir, warum man mir nicht in die Quere kommt! Oh. Halt dich lieber von mir fern, wenn du weißt, was gut für dich ist. I think I should just. Fahr zur Hölle! So. Ich würde sagen, ich habe die Komponenten bekommen. So, jetzt können wir Herr Inventar neue Sachen herstellen. Und zwar. Oh. Mit mittlerer Portongurt. Okay. Stellen Sie ein Upgrade her, den Wirkungsbereich der Rauchbombe. Mittlerer Patronengurt. Upgrade. Wurfmesser, mittlerer Bombenbeutel. Messerbeutel. Messerbeutel. Brechen. Achso, das kann ich herstellen. Zack. Das Ding aber nicht, weil ich zu wenig... Ich hab doch genügend Fell. Herstellungskosten. 100 von diesem scheiß Fell. Ich habe 119. Und 1000. Ich habe... So kann ich nur die beiden herstellen. Ich musste die beiden herstellen. Gut. Musste die beiden herstellen. So. Jetzt muss ich wieder zurück zu Bells Werkstatt. Nur 107 Meter, aber ich würde sagen, ich höre heute hier auf und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein!